Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier im Menü bin. Und ja, das liegt ganz einfach. Habt ihr es gesehen? Ja. Ich habe dieses Etwas wiedergefunden. Und ich möchte jetzt mich an dieses Viech heranschleichen und wir haben es gekriegt. Bäums. Ja. Bronze-Bakura. Ach, Details. So, und es ist Level 40. Okay, ja, was mache ich jetzt? Das habe ich mir gedacht. Ja, das Viech macht dicke Schaden. Was für ein geiler Zufall. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich sagen soll. Das kam jetzt richtig spontan. Ich habe eigentlich nur geladen, wollte eigentlich schon weiter im Text machen, aber dann wollte ich noch ein bisschen offscreen trainieren. Dann sehe ich auf einmal, dass das Viech hier im Hintergrund rumläuft. Geil, wa? Verdammt, auf damit. Wieder. Ja. Zack. Und ich hoffe, wir kriegen wieder ein Batzen Erfahrungspunkte von diesem Viech. Weil das wäre richtig toll. Ja, mal sehen, wie viel das eine Viech gegeben hat. Oh nein, wieder heilig. Jawohl. Verdammt. Los, ich möchte meinen Ausweich einsetzen. Hier, komm. Jawohl. Hier kann das richtig nützlich sein. Jawohl, geil. Und zack. So, nochmal, komm. Das Ausweichen hier nützt echt was. Und das Viech ist wesentlich einfacher zu töten als das Ding im Wald. Verdammt. Aua. Komm her. Verdammt. Ah, hat geklappt. Geil. Aua. Dich kriege ich noch. Dann brauche ich auch gar nicht trainieren, ehrlich gesagt, wenn das Viech wieder ordentlich Erfahrungspunkte gibt. Mann. Verdammt. Aua. Aua. Na? Blöder Klotz, du. Vielleicht gehe ich dann irgendwann mal zu diesem einen Ort zurück und. Ah, nee, diese Mini war ja schon mit viel zu starken Monstern geschmückt. Aber ich nicht wissen, wie stark das Viech dann da war. So, nochmal. Oh, geil. Und zack. Und zack, habe ich gesagt. Und jetzt so. Und jetzt so. Oh, geil. Wieder nur 2000 Erfahrungspunkte, das hat man noch. Okay. Ja, 60% mehr Galt. Schön. Ja, okay, dann war es das von mir hier. In Sachen Training. Dann können wir direkt weitermachen. Schön. War so richtig gebracht hat es wirklich nicht. So, Beast. Ich möchte Beast haben. Weiß auch schon, wo ich da platziere auf meine Art Knöpfe, sag ich mal. Okay, warte mal hier. Vitalität, Dunkelschutz. Ja, was nehme ich denn? Wasserschutz. Geschicklichkeit, Ausdauer. Oh, das ist zwar sehr, sehr verlockend, aber. Aber. Muss ich mir noch was ausdenken, was ich sagen will. Handflächenschlag, ein schneller Vorwärtsschritt mit ausgestreckter Handfläche, der unglücklich war nicht die Bluffe. Wieso habe ich den Angriff noch nicht? Hallo? Gegenschlag, Handflächenschlag, verursacht 50% mehr, 25% mehr, während er dich angreift. Ah, super. Warte mal hier noch. Illusionsangriff, Totstellen. KP und TP 3% pro Sekunde, okay. Nehmen wir das einfach. Ich muss ja die kleinen Sachen auch noch lernen. Ey, habe ich hier locker zwei Art. Okay, hier wollte ich Beast drauf machen. So, und Handflächenschlag. Ein schneller Vorwärtsschritt mit ausgestreckter Handfläche, der unglücklich fein durch die Luft wirbelt. Ja. Möchte ich mal sehen. Make sure to be careful when experimenting with new martial arts, Jude. I know. If I don't have the timing down, I might leave an opening for our enemies. Ach. Ist ja voll im Pro-Spieler. An deiner Seite. Dir kann nichts passieren.
So, ich möchte jetzt mal meine neuen Techniken sehen. Und zack. Oh, das ist dieser Angriff. Boah, ich bin auch bescheuert, ne? Ich drücke die ganze Zeit. Hey, das habe ich noch im Trailer gesehen. Majinken, Majinken, Majinken. Okay, und jetzt mein warte mal. Das konnte ich verbinden. So, jetzt habe ich auch wieder mehr. Ah, jetzt kann ich auch mehr Verbindungstechnik einsetzen. Beast. Schön. Ja, wir können auch ruhig was machen, wenn ihr wollt. Da wollte ich gar nicht machen. Aua. Zack. Elfenheilung. Zack. Ich sollte wirklich aufpassen, weil ich hier level. Wenn ich jetzt so ein paar Arts locker mal sehe. Ist ja wohl irgendwie nicht wahr. Mann, da schäme ich mich echt für mich selber. So, Leia. Bei der gucke ich jetzt mal. Gründlich. Naja, habe ich bei dir auch wieder Arzt verpasst. Wieder Elementarimpuls. Vielleicht den Angriff eines ausgewählten Verbünden ein Elementareigenschaft. Welches Element hat es entscheidet der Zufall? So, hier, diese Sonnen sind Arzt. Jetzt da wieder, ja, leider, wenn die KP unter 25% sinken. Da will ich ehrlich gesagt haben. Das hört sich nicht schlecht an. Ja, lassen wir erstmal hier mit den Aufleveln des der Lilium-Kugeln. So, hier haben wir auch was. Hallo. Zack. Okay. Jude, du hast doch noch hier. Er hat 104. Geil. So, Gegenschlag. Nur 2. Hä? Okay. Nimm ich. Sie. Ohne dabei stillstehen zu müssen. Ja, warten wir. Okay, dann weiter mit der Story. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant, dass ich den hier fertig mache, aber ich nehme es gerne an. So, und mir ist in den letzten Part schon aufgefallen, ich muss, glaube ich, Dingens kaufen. Ne, nicht Ananasgummi. Wo seht ihr? Trinke das Leben. Hä? War schon wieder welche gefunden? So, ich glaube, aufleveln muss ich ja nix, ne? Oder doch? Oder nö? Ach, was soll's. Weiter im Text. Was muss ich hier machen? Begib dich ins Gasthaus. Kein Ding. Wo ist das Gasthaus? Da ist das Gasthaus. Tempel der Silent Bella. Okay. Ich gehe erstmal überall anders hin. Weil, warum nicht? Ist ja nicht so, als müssten wir uns beeilen oder was weiß ich. Wohnbezirk Hauptplatz. Außerdem muss ich noch Quests und so suchen. Und hier sowas. Ein Galt. Das ist auch ganz wichtig, dass ich den finde. Yes. Wir haben jetzt 18.006 Galt. Geil. Hätten wir diesen einen nicht gefunden, dann hätten wir noch 18.005 Galt. Super. Okay, hier kann man irgendwo rein. Wohnbezirk Wohnhaus. Hallo, ich bin ein halbnackter Einbrecher. Und ich nehme ihr mysteriöses Juwel einfach weg. Ha. Das ist ja noch viel schlimmer als in Tales of Graces, wo man einfach nur Essen aus Schränken stiehlt. Ah ja, unsere Hauptcharakter sind schon Verbrecher. Egal. Sonst ist ja kein aus, ne? Okay. Weiter. Die Stadt soll ja groß sein, angeblich. Also, deswegen müssen wir hier Bahn fahren oder was auch immer das genau war. Tor zu Gaius Schloss. Wer ist Gaius? Gaius Bonus? Oder Kaius wie aus Final Fantasy 13.2? So, hier könnte man voll geil solche Aphrid-Schatztruhen verstecken. Aber nö. Was sowieso ein Schatztruhe ist. Gaius ist ein guter, gerechter König, der sich die Bitten seiner Untertanen anhört. Oh, und er ist seine starken, mutigen Augen. Oh, und seine Muskeln. Oh. Glaube ich, weiß ich nicht. Denke ich mal. Okay, hier ist nichts. Wo geht's hier lang? Möchte ich dir die Berggleitbahn fahren? Ja. Pass bei der Fahrt bitte auf.
Mach ich. Boah, haben wir aufgepasst. Und wir sind wieder hier. Schätz mal, da konnten wir nicht rein, weil da so viele Leute davor waren. Na, ja, noch was? Hä? Warte mal, wie komme ich denn? Wie komme ich denn hier hoch? Keine Ahnung. Gehen wir hier rein. Ins Gasthaus. Ich bin ins Gasthaus. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Der König von Aujul hat einen persönlichen Elitetrupp, der sie als Chiberiade bekannt ist. Im Gegensatz zu normalen Armeen hat sie ihre Befehle direkt vom König. Cool Story, Bro. So, ich rieche Quests. Na, Schätze, die ich euch abnehmen kann. Ich möchte die Vase mitnehmen. Kann ich nicht, verdammt. Da ist ein Schrank. Finstertrunk. Jeder Schrank muss inspiziert werden von mir. Und ausgeraubt werden von mir. Hier ist niemand, das heißt keine Zeugen. Meinetwegen. Ich frage mich, ob diese Schätze auch immer wieder neu spawnen. Das wäre doch geil. So, ey, hier ist ja nichts drin. Was soll das denn? Wer bist du? Warum ist da nichts drin? Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Ich schätze mal, wir sollen uns hier im Gasthaus ausruhen, oder? Jo. Danke, dass ihr den Elementen getrotzt habt und zu uns gekommen seid. Kann ich denn etwas schönes warm? Kann ich denn ein schönes warmes Thema zu 300 Galt die Nacht interessieren? Boah, ist ja teuer, aber was soll's. Bucher. Na, mit der Schwimmbrille lässt sich natürlich gut lesen. Elise, want to do some sightseeing? Miss Elise, why not Joy and Leia? Come on, Elise. Gosh, now that Tipo's giving us the silent treatment, I guess I need to pick up the slack. You, talk more than before? Impossible. Meh. Hey, just because Tipo's gotten quiet doesn't mean you have to. I'd love to hear more about you, Elise, in your own words. Shut up, Leia. You're the one holding us all back, after all. Huh? Elise, that was uncalled for. You should apologize. You must have really crossed the line if Mama Mila is scolding you. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie auf uns sauer ist. Mila. And Leia too. Hey, where are you going? Ouch. That stung a little. Not gonna lie. Please. Do not let it get to you. I'm fine. We need to get Elise back. Nein, es ist Elise schon wieder weg, Mann. Verstehe nicht, warum ist sie denn auf uns sauer? Was haben wir denn getan? Elise? Suche Elise. Schon wieder? Warum geht sie denn nach draußen? Bei so einer Kälte. In Badeklamotten. Wer hat denn das gemacht? Mann, wie oft ich heute schon geräuspert habe. So, war ich hier schon? Die ist bestimmt volle Kanne da rausgerannt. Hm, schon wieder so ein Ding. Pass auf, die Dinger töten uns draußen. Hey, da leuchtet was. 5 Galt, yes! Wer ballert 5 Galt oder 1 Galt irgendwo hin, ey? Was soll denn das? Oh nein, da hinten sehe ich schon den Schrank. Früher bekannt als Zhao. Aber was er von Elise will, welche übrigens auch da vorne steht, falls ihr jetzt nicht bemerkt, also da, wo der Schnorchel hinzeigt von Jude, wenn ich das hinkriege. Okay, kann ich nicht. Jedenfalls, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.